Zu Beginn der Monteverdi-Madrigalwoche stand das Vivaldi-Gloria. Wir hatten im Jahr 2017 hier in Venedig eine Aufführung des Vivaldi-Glorias und ich dachte mir damals, es wäre doch toll, hier in Venedig eine Madrigalwoche zu veranstalten. Einen Kurs für Madrigalgesang mit Musik von Monteverdi. Und ich setzte alle Hebel und alle Kontakte in Bewegung und ein Jahr später war es dann soweit. Im Jahr 2018 fand die erste Monteverdi-Madrigalwoche hier in Venedig statt. Und ich finde es ganz toll, wie sich diese Woche bis jetzt entwickelt hat und dass nächstes Jahr, im Jahr 2023, diese Woche bereits das fünfte Mal stattfindet. Letztes Jahr war ich das erste Mal hier in Venedig zum Madrigalkurs und es hat riesigen Spaß gemacht. Heuer das zweite Mal und es macht fast noch mehr Spaß. Ja, also ich liebe Renaissance-Musik, ich liebe Monteverdi und deswegen bin ich da. Und insbesondere finde ich besonders toll, in Kleingruppen zu singen, wo wirklich jede Stimme nur einfach besetzt ist. Das macht mir die allergrößte Freude. Los Cursus ist gut und die meist vidunderlige Aussicht in der Welt. Og jeg bliver nødt til at flytte til Venedig. Quanto? Sei! Es war eine ganz schöne Woche. Man das Singen mit so vielen Leuten, verschiedene Sachen singen in großen, kleinen Gruppen, das hat mir sehr gefallen, auch herausfordernde Sachen. Und das hier an seinem wunderschönen Ort zu sein und so wohl getragen sein, umsorgt mit Verpflegung in der Pause und Kaffee und Früchten und daneben das italienische Leben hier, wunderschön. Das war wirklich eine sehr gute Idee, hier nach Venedig zu kommen, weil ich konnte so viel Bass singen wie schon lange nicht mehr. Und vor allem die Leitung, die hat sich so flexibel gezeigt und sich jedem Bedürfnis, jedes Sängers angepasst. Und so hatten wir quasi jeden Tag einen neuen Terminplan. Das war fantastisch. Vielen Dank für das gute Erlebnis. Principalmente nos enfocamos en cosas solistas y en obras para dos o tres voces. Fue muy lindo trabajar en especial con la pronunciación, con el texto, con la poesía. Y Lisandro también se enfocó principalmente en aspectos técnicos que cada persona diferente tenía que trabajar. Así que fue muy enfocado en cada uno y el grupo fue muy amable para compartirnos y abrirnos. Así que bueno, si te interesa, no lo dudes. Was für ein Genuss, an einem so schönen Ort musizieren zu dürfen mit Leuten, die voller Leidenschaft singen möchten und dann auch noch an dem Ort, an dem der große Monteverdi gewirkt hat und die Werke hier zum Teil eben auch geschrieben hat. Es ist für mich sehr schön, als Sänger und Chorleiter in kleinen Ensembles arbeiten zu können, aber auch im Plenum mit allen Menschen zusammen.